Meine 30-Tage-Blackout-Laterne, die habe ich schon mal vorgestellt und die wird mit D-Zellen, mit D-Batterien betrieben. Und da kriege ich immer wieder Kommentare rein, wer hat D-Zellen? Ich meine, wer hat D-Zellen? Das kann man doch nicht brauchen, die braucht man dann nur für die blöde Lampe, obwohl die nicht so schlecht wäre, aber die kann ich für sonst nichts brauchen. Und kann man diese Lampe auch mit so kleinen AA, Doppel-A, die es ganz häufig gibt, betreiben? Und dann kann man sagen, naja, die passen da nicht rein. Die Antwort ist das hier. Wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, genau, ich habe die Lampe schon vor einiger Zeit vorgestellt. Den Link gebe ich dir da oben. Diese Lampe ist meiner Meinung nach wirklich ein geniales Superteil. Ich nenne das einfach so. Ich habe sie in unterschiedlichsten Varianten und an unterschiedlichsten Plätzen. Und ich habe sie schon sehr oft einsetzen können, ist einfach eine tolle Sache. Aber es sind eben D-Zellen, diese D-Batterien. Und die muss man dann extra vorhalten, diese D-Batterien, nur für diese Lampe, und die passen sonst nirgends rein. Das ist einfach irgendwie blöd. Denn normale AA-Batterien, nämlich die hier, die sind viel flexibler in unterschiedlichsten Lampen, vielleicht auch in deiner Fernsehfernbedienung. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Und dazu, ja, gibt es jetzt auch eine Lösung. Ich meine, jetzt, es gibt eine Lösung. Und zwar, du nimmst dir so einen, ja, AA auf D. Der wird hier hinten, da ist eine Öffnung, da wird die Batterie reingesteckt und dann macht's, oh, klack. Klack. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, wo ihr die auch her habt, diese Spacer. Ich hoffe, ich habe das Englisch richtig ausgedrückt, sonst schreibt mir unten einen Kommentar und sag mal, wie ich es richtig ausspreche, denn ich gebe zu, meine englische Aussprache ist sehr, sehr schlecht. Gebe ich zu, ist so. So. Und jetzt kann man die hier hinten reinpoppen. Und zwar, da steht jetzt, an dieser Stelle hier steht jetzt, siehst du jetzt nicht, das Plus muss nach unten. Und Plus ist da, wo auch bei der Batterie, bei der kleinen Batterie Plus ist. Also gebe ich so rein. So. Dann, da muss das A oben sein. Ganz kurz, ja, ich gebe das noch rein. Das A muss da oben sein. Und da muss das Plus wieder unten sein. Und ja, so baue ich die jetzt ein. Dann nehme ich den, und das ist immer Fummelei. Also ich mag diese Lampe wirklich sehr, sehr gern, habe ich schon gesagt, und das meine ich auch wirklich genauso. Das Zumachen, speziell bei dem da, bei dem Exemplar, ich weiß nicht, ich habe ja 4 insgesamt, aber bei der, da muss ich immer genau suchen, aber ist so. Und jetzt schaut man, und da ist es, das Licht. Das heißt, du kannst die natürlich auch mit diesen D, also nicht mit D-Zellen, sondern kannst sie mit A-Batterien, mit A-Zellen, oder ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, betreiben. Dann hält sie aber nicht mehr 30 Tage. Sicher, weil die natürlich einfach so vom Gefühl her einfach mehr Kapazität haben. Und das ist der Punkt dabei. Wenn du aber sagst, das ist jetzt gar nicht so wichtig für mich, ich möchte einfach die Möglichkeit haben, dieses Teil entweder mit den D-Batterien zu betreiben, aber ich möchte sie auch mit den A-Batterien betreiben, dann kauft ihr so ein 4er-Pack, gebe da unten den Link auf Amazon, schau dir das an, und du bist dabei. Kleiner Tipp wieder, wenn du magst. Übrigens, sehr viele Leute kaufen diese Lampe, ja, einfach aus dem Grund, weil Blackout und Krisenvorbereitung im Zusammenhang mit Blackout im Moment ein Riesenrenner ist, wie ich merke. Und zwar aus dem Grund, weil es einerseits natürlich in den Medien ist, das ist klar, aber weil wir da auch sehr verletzlich sind, was das Thema Stromausfall betrifft. All das, dass du jetzt mir zuschauen kannst und dass ich das für dich aufnehmen kann, das funktioniert nur aus dem Grund, weil es elektrische Energie gibt, die wir da nutzen können. Und wenn die aus irgendeinem Grund, was auch immer, manche reden von Terroranschlag bzw. von Cyberattacken, andere sagen, ein magnetischer Sturm trifft uns, also durch die Sonne, durch Sonneneruptionen, alles schon mal da gewesen, also nichts Verrücktes, ein EMP oder was auch immer, eine Stromüberlastung oder was weiß ich. Stromausfall ist besonders in der Stadt tatsächlich ein großes Problem, und Licht ist ein Thema dazu, und das kannst du natürlich nicht nur mit dieser Lampe, sondern gibt es viele andere Sachen auch, die du da tun kannst, was Licht betrifft, damit du etwas handlungsfähig bleibst. Und deswegen ist diese Lampe meiner Meinung nach interessant. Aber wenn du eine andere Lampe, eine andere Laterne hast, dann schreib mir unten einen Kommentar, wie du das siehst. Magst du die auf Batterienbasis, oder sagst du, na, Batterien sind ganz schlecht, das ist, ich habe alles nur in Gas oder Petroleum und ich mache das in den Innenräumen, und es ist mir eh alles wurscht und es ist eh alles halb so wild, und Batterien, bäh,
Petroleum ist besser oder Gas ist besser, schreib mir bitte einen Kommentar, da freue ich mich irrsinnig drüber. Daumen nach oben oder nach unten, Link zu den Produkten, so wie immer billige Eigenwerbung natürlich in meinen Shop, das ist eh ganz klar, oder auf Amazon. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Es war schön, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald.